Hallo liebe Fabila iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem angespielten Bericht von Oceanhorn. Oceanhorn erscheint am 14.11.2013 für iOS. Der Titel ist deutlich von der Zelda-Serie von Nintendo inspiriert worden. Und genau deshalb ist Oceanhorn auch eines der heißesten Spiele des Jahres. In dieser Vorschau möchte ich euch durch die ersten Minuten des Spiels führen. Und bereits hier kann man ganz deutlich die Verwandtschaft zur Zelda-Serie erkennen. Das meine ich aber absolut nicht negativ. Leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way. Stop Oceanhorn. Wake up. The time has come. In Oceanhorn übernehmt ihr die Rolle eines Jungen, dessen Vater zu einem Abenteuer aufgebrochen ist, um ein uraltes Seemonster zu besiegen. Der Vater kehrte nicht von seiner Mission zurück. Eine schöne Zwischensequenz zu Beginn des Spiels stimmt auf das Abenteuer ein. Oceanhorn bietet in wichtigen Zwischensequenzen englische Sprachausgabe. Die Untertitel sowie die Texte des Spiels sind in deutscher Sprache verfügbar. Der Vater hinterlässt euch sein altes Notizbuch sowie die Halskette eurer Mutter. Die Halskette ist offenbar mehr als nur Modeschmuck und scheint magische Kräfte zu besitzen. Mehr wird zu Beginn des Spiels noch nicht verraten. Ihr erwacht auf eurer Heimatinsel, wo ihr in einem Zelt auf einem Berg haust. Die magische Kette eurer Mutter verschwindet direkt einmal in einer Höhle auf der Insel und leitet euch so zu der ersten Station eures Abenteuers. Zu Beginn des Spiels könnt ihr euch mit der Steuerung vertraut machen. So könnt ihr euch durch simples Tappen vorwärts bewegen oder indem ihr klassisch einen unsichtbaren virtuellen Analogstick in der unteren linken Ecke des Bildschirms bewegt. Ein Action-Button in der rechten unteren Bildschirmecke lässt euch mit einem Stock schlagen, Schilder lesen und Gegenstände aufheben. Einblendungen informieren euch darüber, dass ihr zunächst einmal ein paar Münzen sammeln könnt, so und so viele Schilder lesen sollt und Schwert und Schild eures Vaters finden sollt. Wenn ihr auf die kleine Miniaturkarte am Bildschirmrand klickt, kommt ihr ins Inventar. Dieses könnt ihr durch Streichen verschieben, um so mehr Informationen angezeigt zu bekommen. Schon nach wenigen Schritten auf der Insel werdet ihr Hermit treffen, einen alten Mann und ein Freund eures Vaters. Er erzählt euch ein wenig von eurem Vater und gibt euch ein paar weitere Informationen. Ihr könnt auch die Hütte des Alten besuchen, wo ihr allerdings nur eine verschlossene Truhe findet, für die ihr einen Generalschlüssel braucht. Thank you.
Ihr bewegt euch nun weiter auf der Insel vorwärts und sucht die Höhle, in der die Kette verschwunden ist. Auf dem Weg dorthin macht ihr ein paar kleine Monster und Käfer platt, die hier herumlungern. Ihr überquert ein paar Brücken, genießt die wunderschöne Grafik und das toll aussehende Wasser. Natürlich könnt ihr auch schwimmen, eine kleine Anzeige signalisiert euch, wie lange ihr noch Sauerstoff habt. Endlich findet ihr die gesuchte Höhle. Hier erwartet euch dann auch direkt das erste kleine Schalterrätsel, denn ihr müsst ganz Zelda-typisch eine Kiste auf einen Schalter stellen. Schieben geht total einfach, indem ihr die Aktionstaste in der Nähe der Kiste drückt und diese durch Bewegen an die gewünschte Stelle rückt. So öffnet ihr eine Barriere und erhaltet Zugang zu einer Schatzkiste, wo ihr einen kleinen Schlüssel erhaltet, um an anderer Stelle weiterzukommen. Kurze Zeit später erwartet euch das nächste kleine Rätsel. Hier müsst ihr Gegenstände anheben und auf Schalter setzen, um weiterzukommen. Auf diese Art und Weise findet ihr die Halskette eurer Mutter und schließlich auch Schwert und Schild eures Vaters. Thank you.
A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. It is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Die friedliche Insel wird in der Nacht von zwei Monstern heimgesucht, die auch den alten Mann Hermit attackieren. Stehen und er gibt euch daraufhin den Generalschlüssel. Mit diesem könnt ihr noch die ein oder andere Kiste öffnen und vor allem den Pier betreten, an dem euer Segelschiff festgemacht ist. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world,
but they lost their power in the catastrophe at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. Tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Eigentliches Abenteuer beginnt. Ihr müsst das Geheimnis der angreifenden Monster, das von Oceanhorn und vom Verschwinden eures Vaters klären und einige magische Embleme finden. Dazu schippert ihr Wind Waker-mäßig mit eurem Schiff über das Meer und besteht Abenteuer für Abenteuer auf den verschiedenen Inseln. Mein Ersteindruck. Die Erwartungen an Oceanhorn sind gigantisch und auch wenn ich bislang noch nicht viel vom Spiel gesehen habe, kann ich euch sagen, dieses Spiel lohnt sich und wird ein Pflichttitel für alle Action-Adventure-Fans. Hier hakt nichts, die Steuerung ist eingängig und fühlt sich total intuitiv an. Wer Zelda kennt, wird die Spielmechanik kennen und instinktiv laufen, reden, Krüge hochheben, mit dem Schwert attackieren und Schatztruhen öffnen. Hinzu kommt die traumhafte Grafik und der magische Soundtrack. Und außerdem hat Oceanhorn seinen ganz eigenen Stil. All das lässt sich Publisher FDG Entertainment auch etwas kosten. Der Preis von Oceanhorn wird 7,99 € betragen. Dafür wird euch auch ein grandioses Abenteuer und vielleicht eins der besten Spiele für iOS geboten. Und das ganz ohne In-App-Käufe.
Ich werde euch selbstverständlich einen ausführlichen Test nachliefern. Doch schon jetzt kann ich euch sagen, dass ich sehr begeistert bin und das Spiel die hochgesteckten Erwartungen bislang erfüllen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian. What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along.